Servus und willkommen hier auf den Kanal von Eis Tutorials. Hier ist natürlich wieder euer Eis und ich möchte euch wieder begrüßen bei einem weiteren Tutorial hier auf diesem Kanal. Ja, das ist hier mein erstes Video mit Vidme. Ja, das Video seht ihr natürlich automatisch auch auf YouTube. Das heißt, ist egal, welches Video ich gerade mache, es werden auf beide Kanäle das gleiche Video hochgeladen. Wir kommen, wie ihr natürlich oben lesen könnt, also für ja, meine YouTube-Abonnenten hatte ich schon mal ein Video gemacht, wie wir auf einen Linux-Server Java 8 installieren können und das mit einem automatischen Update. Das heißt, wenn ich den Server einfach mal update oder upgrade, dann wird automatisch auch die Java 8 automatisch aktualisiert. Ja, Link dazu auch in der Videobeschreibung, kommt ihr auf meiner Wiki-Seite. Da hatte ich schon eine ausführliche Erklärung, wie man das alles macht. Ja, mit dieser mit diesem Video wird es ein kleines Upgrade, und zwar wird diese Funktion hier nicht mehr funktioniert ab Debian 8 beziehungsweise ab Debian 9 geht diese Funktion nicht. Das heißt, für YouTube ist das nur ein Update und für die Vidme, die mich über Vidme anschauen, ist das in dem Sinne für euch ja, was ganz Neues. Das heißt, ich zeige euch hier bei diesem Video, wie wir Java 8 auf einen Linux-Server installieren und später auch updaten, wenn es eine neue Version gibt. Ja, also würde ich sagen, hier erstmal das Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und willkommen zurück. Ja, wie schon erläutert, wir werden jetzt auf einen Debian, in dem Sinne Debian 9, die Stretch-Version, also ist die neueste Debian-Server-Version, die zurzeit auf dem Markt ist. Wenn wir nun Debian bzw. Java 8 installieren, das heißt mit einem automatischen Updater, ja, die YouTuber, die mich über YouTube kennen, sollten schon ein paar Videos darüber kennen. Hatte ich vorletztens auch mal wieder ein Update rausgebracht. Und Link dazu auch in der Videobeschreibung. Ja, gilt natürlich auch automatisch für die Vidme-Zuschauer. Kommt hier auf diese Seite. Das ist meine kleine Wiki-Seite. Dort wird ja, teils eigentlich auch mal alles niedergeschrieben. Ja, wenn das online beziehungsweise das Video online ist, wird es hier eine kleine Info geben, dass sich hier ein bisschen was geändert hat. Das heißt, das werde ich euch natürlich hier im Video zeigen und natürlich Link dazu in der Videoschrank, wenn nochmal die Befehle drin stehen. Gut, wir schalten uns natürlich ja, auf den Server auf. Natürlich mit dem Benutzer Root. So, und ja, wie man hier schon sieht, Debian, GNU Debian 9, also Debian 9 ist das. Ja, diese Anleitung geht natürlich auch für alle Ubuntu-User sowie für Debian 8. Wer natürlich noch Debian 7 oder noch da weit drunter ist, weiß ich nicht, ob es dort funktioniert. Aber ja, ich sage mal, Ubuntu, die letzten aktuellsten Versionen, sowie Debian, die letzten zwei Versionen, also Debian 8 und 9, sowie Ubuntu, ich weiß gar nicht, was bei Ubuntu jetzt zurzeit die aktuellste Version, sollte es auf jeden Fall ohne Probleme gehen. Bevor wir das natürlich machen, müssen wir unseren Server updaten und upgraden. Und das machen wir mit apt-gt Update, Leerzeichen und, dann geben wir gleich dahinter apt-gt Upgrade und dann wieder und, apt-gt
dist minus upgrade. Ja, warum gebe ich das alles in einer Zeile? Ganz einfach, das und und heißt eigentlich nur, so wie er diesen Befehl ausgeführt hat, fängt er ja, mit diesem Befehl, und wenn er damit fertig ist, ist mit diesem Befehl. Das heißt, ich brauche nicht erstmal den ersten Befehl warten, bis er damit fertig ist, dann den zweiten eingeben und dann den dritten. Ja, so mache ich das einfach komplett. Gut, updaten, sollten irgendwelche Fragen sein, mit J und mit Enter bestätigen. In dem Fall war mir hier alles aktuell. So, bevor wir natürlich ja, den Server updaten, müssen wir, ja, beziehungsweise Java, müssen wir, erkläre ich mal ganz kurz, in den etc und dann in den Apt-Ordner. Was ist der sogenannte Apt-Ordner? Und zwar, wenn ich hier update und upgrade, wird er die Listen durchgehen und die dann aktualisieren, indem sie hier sources.list. Gehen wir mal ganz kurz mal mit den Nano-Editor ein. Sources.list. Ja, was steht hier drin? Hier stehen in dem Sinne alle Quellen drin, wo er ja, die Updates beziehen soll. Und hier werden wir natürlich noch eine Eintragung machen. In dem Sinne von einem Drittanbieter. Aber das geht nicht so einfach. Also müssen wir hier die Software Properties Command installieren. Und das machen wir einfach mit diesem Befehl, mit apt-gt install Leerzeichen software-properties-common-dir-mngr. Ja, den könnte man minus j, braucht man ja nicht mehr bestätigen. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ja, dann listet er mir hier alles auf und dann sagt er mir hier nochmal, ja, dass noch zusätzliche Pakete benötigt werden. Müssen wir mit j und mit enter bestätigen. Ja, das wird ein kleines bisschen auch dauern. In dem Sinne, ja, ich habe ganz kurz mal einen Cut gemacht, damit das hier schneller geht. Werden wir den nächsten Befehl, und das ist jetzt der Befehl, warum mal das Hauptprogramm eben gerade installiert wird oder haben. Und das ist nämlich die Add-Funktion, die Add-apt-responsory. Und zwar wollen wir eigentlich nur die, ja, eine URL eintragen, in die sources.list eintragen. In dem Sinn ist das hier dieser Befehl. Der soll wieder eingetragen werden. Und in dem Sinne, was war vorher installiert wird, dass wir einfach nur diesen Befehl ausführen können. Mehr ist das eigentlich nicht. Okay, tragen wir einfach ein. Gut, haben wir, kriegen wir auch keine Rückmeldung. Gucken wir mal jetzt mal in die sources.list. Und ja, hier steht es ja auch schon drin. Gut, dann schließen wir das. Jetzt gibt es natürlich ein kleines Problem. Und zwar müssen wir jetzt einmal den Server nochmal updaten. Und da werden wir gleich einen Fehler. Also ich werde den jetzt erstmal verursachen. Und erkläre ich euch, warum wir den Fehler haben. So, und hier fängt er schon an. Das heißt, er will hier mit ppa-launch.net Web8-Team Java, also in dem Sinne will er nun die Paketquellen für Java 8 beziehen. Ja, und da sagt er hier schon GPG-Error, also er wird die URL, weil es von einem Drittanbieter, hat er in dem Sinne verweigert. Und da sagt er einfach hier unten publicly key is not, also er ist nicht akzeptabel. Und da müssen wir jetzt also einen Code einbauen, dass unser Server sagt, ja, okay, ich werde diese, ja, diese Verweisung, also hier diese URL jetzt auch ja, mit updaten. Und das machen wir einfach. Ja, nicht mit dem Link. Und zwar mit diesem Befehl, und zwar mit apt-key Leerzeichen adv Leerzeichen minus minus key server Leerzeichen key server.ubuntu.net
Ubuntu.com. Jetzt nicht wundern, weil ich ein Debian-System habe, warum hier jetzt Ubuntu, Debian und Ubuntu ja, funktioniert. Also wenn ihr ein Debian habt, könnt ihr diesen Befehl, habt ihr Ubuntu dann sowieso. Den Leerzeichen minus minus recv minus keys und dann steht hier ein Key. Das heißt eigentlich nur, wir werden jetzt diesen Key generieren, also dass er uns den Drittanbieter auch ja, akzeptiert. Schicken wir einfach ab. So, das war es eigentlich schon. Dann werden wir noch einmal den Server updaten und dann sollten wir keinen Fehler mehr bekommen. Wunderbar. Gut, jetzt werden wir auch apt-gt install, wenn wir jetzt Java installieren, wir werden nochmal vorher natürlich java-version oder Version, kriegen wir hier command not found, das heißt nicht gefunden, das heißt ja, Java ist nicht installiert. Gt install ja. Oracle minus Java 8. Wenn ihr natürlich Java 9, dann einfach das durch 9 ja, nehmen. Ich nehme natürlich immer nur die empfohlene Version. In dem Sinne ist Java 8 zurzeit die empfohlene Version. Java 9 natürlich nicht. Und dann sagen wir einfach nur Installer. Gut. Schicken wir ab. Hier wird auch nochmal gefragt. Auch das bestätigen wir oder müssen wir bestätigen, weil Zusatzpakete benötigen für Java. Gut. Dann sagt er uns, wir müssen die Lizenzen akzeptieren. Sagen wir okay. Ja. Akzeptieren wir die Lizenzen einfach mit dem Pfeiltasten hier nach Yes und Enter bestätigen. Gut, das wird jetzt auch ein kleines bisschen dauern. Das heißt, ja, er zieht uns erstmal die Paketquellen hoch runter. So, wenn alles installiert ist, können wir natürlich jetzt wieder Java Leerzeichen minus Version eingeben. Und wir kriegen hier jetzt eine Rückmeldung. Hier steht im Bild 1.8 entspricht Java 8 und dann haben wir hier dahinter 0-131, das ist also die Bildversion, also haben wir Java 8 Update 131. Gut, wir können natürlich jetzt nochmal die Config anpassen und zwar das Update Alternative. Und zwar müssen wir da vorher nachschauen, ob die ja, Config angepasst ist. Und zwar mit update-alternatives Leerzeichen minus minus config minus java. Kommen wir in die Konfigurationsdatei. Das heißt, wenn ihr schon ältere Versionen habt, was Java 7 oder was auch immer, müsst ihr bitte darauf achten, dass wir hier den Stern jetzt bei mir bei der 1 haben. Und zwar unter usr lib jvm java 8 minus oracle jre bin java Priorität 1081 und nicht auf den Auto-Mode, sondern auf den Manuell-Mode. Das ist ganz wichtig, also nicht auf den Auto-Mode. Einfach vor 1, in dem Sinne bei mir 1, bestätige das und das war's. Ja, wie gesagt, alle Links oder zur Wiki-Seite steht denn noch mal alles ausführlich mit den ganzen Befehlen. Sollte ihr dazu Fragen haben, ja, postet einfach in die Kommentare. Ja, und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.